Hallo, ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet. Wir sind immer noch in Naxxramas. So sieht's aus. Wir sind bei Grams entfernten Cousin Hallo? Gropolos angekommen. Der Griesgram und Gropulus, Und ja, Gropolos, genau. sind nicht verwandt. Na, sie gehören zur G-Familie, ne? Was kann der eigentlich? Okay. Ich sehe es von hier Er nicht. macht einen Schaden und wenn an allen Minions und wenn irgendwas davon stirbt, wird es ein Schleim. So. Okay, dann sollen wir mal zusehen, dass unsere nicht sterben oder so, Genau. ne? Und wie gesagt, Entschuldigung fürs Rumfummeln hier, aber irgendwie kann ich mir heute das Headset nicht richtig aufsetzen und das will immer flüchten. Aber das Das ist hat ein natürlich auch ein. eigenständiges Leben. Er hat da irgendwas im Mund, glaube ich. Nein, das ist sein Mund. Ach, das ist sein Mund. Das ist das Problem, ja. Behalten? Weg? Behalten wir mal. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so falsch, der Wir Anfang. gucken einfach mal. Kommt ein bisschen drauf an, was die Succubus uns gleich killt. Den Sun Cleric. Was sonst? Ja, weiß ich nicht. Die Chancen stehen im Moment 2 zu 1 mit dem Mortal Coil. Ja, aber das wäre ja sinnig, wenn sie den nehmen würde. Er nimmt die Christie. Nein, verdammt. Verdammt, ich habe mich vertan. Ja, ein neues Orakel in der Stadt. Ich muss wieder in meine Höhle zu meinem Schwefel. Schild, ja, ne? Ja, klar. Schildface und ja, jetzt wird er gleich da einen Schlamm kriegen. Ja. No. Fallout Slime, ist das geheime Werbung? Wer weiß. Nee, das ist Ich einfach nur würde rausgefallener Schlamm. die beiden Mortal Coils fast schon nehmen. Auch wenn das ein bisschen Verschwendung ist, weil aber wir können keinen weiteren Mob legen. Deswegen würde ich versuchen, den erstmal so lange zu behalten, wie geht. Och ja, das ist ja toll. Dinge, die Welt nicht braucht. Ja, die sind so, weil der Hellfire ist immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, nehme ich ihn ins Deck rein, nehme ich ihn nicht ins Deck rein, das ist, kann mich dann nie entscheiden. Gibt natürlich wesentlich, also ich spiele hauptsächlich überhaupt nicht mehr mit Basic-Karten, Ja. weil es einfach bessere gibt. Aber ich weiß nicht, was wir hier im Moment machen sollen. Wir legen mal die Suckel los. Ja, wäre. Und hoffen, dass sie uns nicht den Ogre wegnimmt. Ja, enter. Und nee, ziehen mal eine Karte. Wäre auch eine Idee. Ja. Ne? Weil, was wollen wir mit dem Grillfeuer hier? Also das ist eigentlich perfekt, weil der Shadow Bolt, wenn du den auf die Abomination machst, klar, kriegt er eine Karte, aber der Kultmaster wird auch sterben. Auf die Abomination da. Abomination. Auf Stitches in klein. Genau, kleine Stitches. Stitches Minor sozusagen. Stitches Minor, ja. Ja, die wird er dir jetzt auch wieder killen. Ich habe Angst. Das ist perfekt für unser Hellfire gerade. Ja, aber der springt uns jetzt gleich ins Gesicht. Wir kriegen aber auch keine guten Nee, natürlich Kartenkombinationen nicht. gerade. Endturn, ich will keine Karte Ja. ziehen. Er soll vielleicht das Leben ein bisschen aufsparen. Wer weiß, was da noch ins Gesicht springt, ne? Hier würde ich fast Hellfire nochmal spielen. Nö. Und danach den Sentry. Ja, das Dingo, du. Das Dingo? Ja. Das ist natürlich jetzt wieder hoch. Das kann man jetzt so nicht sagen. Also, das kriegen wir weg. Ja, dann spielst du den Ogre mit dem Shadow Bolt und den Sengin, ja, killst du den.
Ja, du musst den Tod kriegen, du musst ja irgendwie die Tod bekommen. Wir haben leider keine Cast mehr, die auf seinen Face gehen. Das hilft ja alles nichts, ne? Also. Und wie schon gesagt, Slapdasher ist auch einer der besten Bone-Mobs, die es gibt. Hat er da einen Zoo von? Ja, auch hier wäre die sinnigste Sache. Erst nein, erst die Abomination angreifen. Auch wenn es ein bisschen weh tut. So, dann Voidwalker, Frostwolf. Geh, weil du helfen sollst, du Socke. Leider wird er den jetzt auch wieder killen. Das ist ein bisschen weh. Im Moment sind es nur 8 Damage, die er hat. Probier Face und Block und warten. Ist jetzt zwar ein bisschen risky, mit einer Karte mehr könnten wir vielleicht. Ja, mal schauen. Einfach mal schauen. Reicht noch nicht. Nee, das war's. Das war's, my friend. This is goodbye. Ja, auch wieder knapp, aber auch schaffbar. Ja. Geplatzt. Ja, das ist doch schön, dass das hier gerade so glatt durchläuft. Ich erinnere mich da an diesen Astral Sentinel, der ein bisschen rumgenervt hat. Das nächste ist. Ja. Eine Ratte. Das ist eine Ratte? Das ist Glut, das ist ein Foul Plague Dog. Das war mal ein Hund. Vor einer ganzen Menge Jahren. Ja. Und er verhindert, nein, er verhindert nicht, sondern er verändert alle Gesundheit von allen Minions auf 1 mit seiner alten Fähigkeit. Der ist ein bisschen lästig. Alles klar, dann machen wir die nächste Folge einfach mal platt. Ja. Adios. Bis dann.